Willkommen auf meiner Homepage. Heute das Thema: Wie geht der Mensch mit Gefahr um? Der Mensch ist wie ein Tier. Sobald Gefahr kommt, reagiert der Mensch ängstlich und unterwürfig oder aggressiv. Eins von beiden. Die Mitte, dass man da in dem Moment einen klaren Verstand hat, ist eher selten. Das Leben wird nicht mehr durch die Blume betrachtet, sondern man ist wachsamer. Es gibt Menschen, die helfen jederzeit. Und es gibt mehr Menschen, die einem nichts Gutes gönnen. Neid, Hass, Stress und so weiter, und darin auch Angst, können ein Auslöser sein. In einer Diktatur wird mit der Angst der Menschen gespielt. Unwissenheit ist ein Faktor, der große Bedeutung hat. Durch diese Angst steigt bei sehr vielen Menschen aus dem natürlichen Instinkt der Egoismus. Alles muss nach der eigenen Nase tanzen und alles andere, ja, sind Lügen. Corona ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Schlauen und Mutigen stellen das Wort anderer in Frage und informieren sich, ob dies der Wahrheit entspricht. Diese werden oft als Andersdenkende und Verräter behandelt, durch die verängstigte Mehrheit oder auch Gesellschaft genannt. Die nachfolgende Generation lernt aus der Angst der Eltern, wie sie sich der Mehrheit, ja, gefügig anbinden, ohne mitzubekommen, welcher Weg der richtige ist. Und machen sie mit die gleichen Fehler wie die vorhergehende Generation. Andersdenkende wurden verfolgt, verurteilt, gefoltert und ermordet und als Verräter bezeichnet. Beispiel wäre zum Beispiel in der DDR. Ich hatte genug Kollegen, in einem wurde das Gehör ausgeschlagen, in anderen wurde der kleine Finger abgeschnitten. Der Grund war ganz einfach: Der hat einen Urlaubsausreiseantrag gestellt zu seiner Familie und dann wurde er festgenommen und dann wurde denen das Gehör ausgeprügelt. Das war die Diktatur, das war Honecker. Honeckers Maßregeln. Und Merkel zum Beispiel, die hat von ihm ganz gut gelernt und dementsprechend versucht sie es so weit wie möglich in der Demokratie umzusetzen. Ja. Und wer eben als Verräter da stand und mal irgendwas Falsches gegen den Staat gesagt hat, der wurde eben verfolgt. Ich kann wieder davon ein Lied singen, ich habe meine Erfahrung damit. Ich war selber ein Flüchtlingskind und wir mussten damals in den Westen flüchten, wochenlang, durch verschiedene Länder. Und das war nicht gerade angenehm, auch wenn es interessant war. Obwohl man sich an dieses Alter nicht ganz unbedingt daran erinnern kann, zumindest die meisten nicht, konnte ich mich wegen den ungewöhnlichen Zuständen damals heute immer noch sehr gut daran erinnern. Und ich habe immer noch die Gefühlslage, wie das damals war. Wenn man durch Ungarn, durch, ja, Schweiz, Österreich, Tschechien komplett flüchten muss. Und es war nicht leicht. Ja, das war ein Beispiel aus der DDR zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Auch wenn wir glauben, diese Zeiten sind vorbei, denkt falsch. Corona beweist uns es. Die Kinderrechte und die Menschenrechte sind außer Kraft gesetzt. Recht auf Bildung, Recht auf Spielen, Recht auf Bewegung für Kinder ist verboten, wird unter hohen Strafen gesetzt, teilweise und kurzfristig. Menschenrechte, man hat nicht das Recht, seine Meinung zu äußern. Das heißt, auch mit den besonderen Regeln, Abstand, durfte man nicht demonstrieren. Das war das Wort des Volkes. Also wurde die Meinung unterbunden. Wenn man im Internet irgendwas gesagt hatte, wurde das unter Zensur gestellt, damit wirklich nur die Medien kommen, die Merkel irgendwie bestimmt. Wem das nicht auffällt, der ist irgendwie blind. Eine Frau als Alleinherrscherin bestimmt das ganze Volk ohne Mitspracherecht, Reiseverbot, Maskenzwang, Internetverbot in Heimen für Kinder, Bewegungsverbot für Kinder im eigenen Garten. Polizisten dürfen das eigene Volk halb tot prügeln. Gibt es viele Videos darüber und viele Hinweise, wie sie
ja, Kinder, Frauen, Behinderte quasi aus dem Boden drücken. Ich habe letztes Mal auch was gesehen auf Arbeit, hat mir auch einer gezeigt. Da haben sich so eine kleine Kinderkette zusammengezogen, Arm in Arm, weil sie eben das nicht wollten. Und da haben die Polizisten die Kinder mit dem Kopf auf den Boden gedrückt und auseinandergerissen. Wo ich mich gefragt habe, das muss doch wehtun. Haben die keine eigenen Kinder oder wurden die aber nur so gut bezahlt, dass die das machen? Nein, das ist wirklich Körperverletzung. Diese Polizisten, die müssen gekündigt werden und hinter Gittern kommen. Ja. Wer das Grundgesetz in der Hand hält, wird verhaftet. Zum Glück hat sich das dann ein bisschen gelockert. Es gibt noch sehr viel mehr Beispiele, wie auch heute mit der Angst des Volkes gespielt wird. Dies sind übrigens Zustände wie in einer Diktatur. Einer beginnenden Diktatur. Wir als Menschen müssen lernen, unsere Urinstinkte in die Ablage P, also Ablage Mülleimer, oder Papierkorb zu legen und objektiv, logisch und sozial mit diesem Verhalten auf Gefahr umzugehen. Corona und DDR sind nur ein Beispiel. Es gibt auch noch finanzielle und Existenzängste, Krieg oder die eigene Gesundheit, bei der wir als Mensch immer wieder beweisen müssen, einen klaren Kopf zu bewahren. Menschen, die in dieser Situation falsch handeln bei Gefahr, ob durch Corona-Diktatur oder sonstiges, darf man nicht böse nehmen. Denn sie wissen es einfach nicht besser. Es ist einfach nur Unwissenheit und brauchen eine wahrheitsgetreue Aufklärung. Und nicht die wahrheitsgetreue Aufklärung, die irgendjemand aufschreibt und sich ausdenkt, sondern wirklich die Wahrheit ist. Der falsche Weg ist, seine Familie, Freunde und Nachbarn unwillkürlich anzuzeigen und zu melden, wie es in der DDR und bei Corona gang und gäbe ist und war. Gewalt, Lügen, Vortäuschen, Beleidigungen und Prügelangriffe der auf Genehmigung der Regierung verläuft, sind keine Lösung, um schwierige Situationen zu lösen. Wir müssen uns zuhören als Mensch sehen und nicht als Gefahr. Also wir dürfen uns nicht als Gefahr sehen. Das Wort anderer nicht immer sofort glauben, sondern auch selbst nachzudenken und hinterfragen. Uns helfen und jeden Tag so schön machen, als wäre es der letzte Tag. Heute zum Beispiel hat eine Schülerin gesagt, diese Maßnahmen sind doch total völlig übertrieben. Klar, es muss was geschehen, aber die Politiker müssen doch mal nachdenken, um für alles eine richtige Lösung zu finden. Und nicht einfach die erstbeste Lösung finden, denn die erstbeste Lösung ist meistens falsch. Das hat eine Schülerin gesagt aus der 8. Klasse. Das muss man sich mal vorstellen. Die Schülerin ist intelligenter als Merkel und Spahn. Die hat viel mehr Grips in der Birne. Denn die hat es wirklich auch mit den Deckel auf den Topf getroffen. Und das fand ich gut. Ja. Das heißt, wie geht der Mensch mit Gefahr um? Und wie geht die Regierung mit uns um? Polizei und ja, Regierung. Ja, bis dahin noch viel Spaß und tschüss.